Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Software Inc. hier aus unserer kleinen Firma. Ja, gegen Ende der letzten Folge haben wir ja unser erstes Spiel rausgebracht, das leider schon wieder an Nutzer verliert. Gut, wir sind natürlich auf Schwierigkeitsstufe schwer, da ist es auch etwas komplexer, die Nutzer zu halten. Wir haben jetzt hier noch eine Chance von der Portierung her, dass wir noch mal einen kleinen Sprung dazu kriegen. Sind aber auch schon dabei, den Nachfolger zu entwickeln, der allerdings erst 86 kommen soll. Und wir sind hier auch ein bisschen begrenzt an der ganzen Sache, was Mitarbeiter angeht, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen könnten. Deswegen habe ich ja gesagt, wir werden schauen, dass wir in dieser Folge in unser eigenes Büro umziehen. Aber wir werden diesen Tag auf jeden Fall abschließen. Und dann schauen wir mal, was wir denn so im Angebot haben, wo wir denn am besten hinziehen könnten. Sag mal, hier die Großstadt. Die Kosten 45.000 ist okay. Talentpool ist natürlich hoch, was sehr positiv eigentlich ist. Die Grundstückskosten sind mittel. Die Steuer ist bei 25%. Dafür sind Internetprovider-Kosten niedrig, die Nebenkosten niedrig. Wir haben natürlich viel Lärm. Es ist nicht wirklich schön und die Verkehrsdichte ist auch hoch. Wenn wir jetzt mal hier in eine Kleinstadt gehen, haben halt einen mittleren Talentpool. Die Grundstückskosten sind utopisch, dafür sind die Steuern nur bei 10%. Und die Internetkosten und Nebenkosten sind doch, ich sag mal, sehr hoch. Und der Rest haben wir hier auf Mittel. Das Klima ist mir eigentlich egal. Bei ländlich muss man halt echt sagen, findest kaum Leute. Grundstückskosten sind aber niedrig. Wir haben keine Steuer, 0%, okay. Dafür haben wir natürlich Internetkosten, die utopisch sind, die Nebenkosten im Mittel. Dafür ist es halt ruhig, es ist schön und wir haben wenig Verkehr. Aber ich glaube, am sinnvollsten für uns, für das, was wir vorhaben, wird wahrscheinlich die Großstadt sein. Weil da haben wir halt doch für die Mitarbeiter doch ein bisschen mehr Potenzial. Klar, wir haben auch höhere Kosten. Aber dafür für später auch für Hosting und sowas sind die Kosten halt echt gering. Ich denke, wir probieren das einfach mal. Und werden hier in dieser schönen Stadt unsere neue Firma errichten. Ist das schon alles unser Grundstück hier? Nee, bloß das Ding, ich dachte schon. Aber wir können auf jeden Fall erweitern, das ist schon mal positiv. So, und dann fangen wir mal an mit dem Geld, was wir haben. Es wird wahrscheinlich so weit kommen, dass wir vielleicht den Kredit brauchen. So, dann werden wir anfangen auf dieser Seite. Wir werden gleich mal mit unserem mit Duschen und sowas anfangen und Toiletten. Das machen wir so. Dann werden wir auch gleich noch den Waschraum vorne hinsetzen. Ich möchte aber auch ein paar Pflanzen mit drin haben. So. Dann setzen wir hier auch gleich Türen. Ich glaube, diese Türen gefallen mir eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wir machen es so rum mit den hellen Türen. Und wir gehen so rum rein. Machen auch das gleich soweit fertig.
Ich brauche meinen kleinen Heizkörper. Wo ist er denn? Den habe ich nicht mal hier drin als Favorit. Gib mir doch den mal bitte. Wir werden auch gleich den Lüfter hier mit reinpacken. Was bist du? Ein Regal? Ja, dich möchte ich auch in meiner Favoritenliste haben. Genauso wie die Zentralheizung, beziehungsweise werden wir, glaube ich, auf die Wärmepumpe gehen. Und Kamera, das hier, das ist schon mal sehr wichtig. Denn wir werden alle Räume natürlich auch beheizen. So, wir machen jetzt hier mal einen Musterraum fertig, den wir dann kopieren. Dann kommt hier eine Toilette rein. Gibt es natürlich auch einen Toilettenpapierspender. Und es wird hier drin auch definitiv ein Licht geben. Die Lampen werden wir auf schwarz trimmen. So, wie sieht das jetzt hier drin eigentlich aus von der Raumbewertung? Optisch ist es noch kein Highlight. Temperatur, Lautstärke, das können wir erstmal vernachlässigen, das passt. So. Dann werden wir gucken, dass wir noch ein Bild mit reinkriegen. Beziehungsweise wir werden das so machen. Dann werden wir so ein Bild noch mit dazu packen. Jetzt sind wir bei 98%. Die Pflanze wäre natürlich noch ganz cool, aber die werden wir hier nicht unterkriegen. Deswegen werden wir gucken, ob wir dann hier noch so ein Panel reinkriegen. Ich sag mal, für eine Toilette ist es, glaube ich, schon ganz cool so. Wir müssen natürlich noch schauen, ob wir hier noch ein Fenster reinkriegen. Ich glaube, das schadet auch nicht. Okay, das geht sogar. Dann nehmen wir das hier raus. Kopieren das hier gleich rein und hier rein. Werden das Ganze auch hier reinnehmen. Bloß hier wird die... Was habe ich jetzt hier rausgenommen? Oh. Das hier verschwinden. Und das hier. Und wir werden hier eine Dusche mit integrieren. Den Rest können wir eigentlich so lassen. So, dann werden wir hier und dann Waschbecken integrieren. Wir werden auf die Seite mal eine Seife packen. Beziehungsweise machen wir das so und so. Ein Papierspender. Werden wir einen Papierspender integrieren? Nö, das lassen wir. Aber wir werden hier vorne hier noch eine neue Lampe reinsetzen. Und auch hier werden wir mal gucken, wo wir es machen. Wir machen das auf der Seite. Mit einem dunklen Rahmen, dass wir ein bisschen Unterschied haben. Werden wir noch ein Bild mit reinsetzen. Das sieht ganz gut aus. Dafür werden wir aber auch noch eine... die Heizung packen wir hier hin.
Streamergerät kommt hier auch drüber. Und dann werden wir hier mit einem großen Fenster arbeiten. Und werden da allerdings auch noch eine Pflanze davor stellen. Dann sieht das hier nämlich auch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns natürlich noch einigen auf die Optik von außen. Eigentlich die Betonoptik finde ich gar nicht so übel. Deswegen werden wir das, denke ich, auch so machen. Wir werden aber hier innen das Ganze ein bisschen moderner gestalten. Ich sag mal, glaube ich, die Optik finde ich ganz cool. Und am Boden muss ich mir jetzt noch überlegen. Ich glaube, da möchte ich solche Fliesen haben. Auch in so einem dunkleren Ton. Das speichern wir gleich mal ab. Nehmen wir unter Waschraum. Und dann würde ich mal sagen, passen wir hier den Waschraum an. Das ist ja eine Dusche. Da werden wir dann diese Lamellen nehmen. Wegen Wasserabweisen und so weiter. Die Fliesen können wir lassen. Und dann würde ich über uns sagen, Dusche. Und den Rest machen wir in Optik vom Waschraum. Dann ist der Bereich nämlich schon mal durch. So, dann werden wir hier einen Fünferbereich machen. So als Vorraum. Ich glaube, wir nehmen aber eine einfache Türe. Ich würde mal sagen, wir machen das so und werden auch hier außen noch Lampen integrieren. Für die Optik. So. Und werden dann hier in diesem Bereich warte mal, wo gehen wir ins Büro rein? Genau, wir werden in dem Bereich so die Rezeption machen. Werden wir auch gleich hinzufügen. Und wir sind ja ein junges Unternehmen. Da würde ich fast sagen, nee, warte mal, wir nehmen Sessel. Diese Couch, die nimmt immer so viel Platz weg. Aber es gab doch auch Sesselchen. Da zum Beispiel. Nehmen wir nämlich die hier. Okay, warum ich den jetzt hier nicht hinkriege, ist eine spannende Frage.
irgendwas stimmt mit dem hier auf jeden Fall nicht. Kriege ich das so ein hin? Da kriege ich es ja auch hin. Aber hier blockiert er. Interessant. Gut, dann gibt es hier einfach nur 3 Sitzgelegenheiten. Machen wir den schwarz und so bitte in weiß. Dann nehmen wir auch Pflanzen. Gibt es hier 2 Stück. Dann werden wir auch in dem Bereich, würde ich dann hier muss doch so rum. So, Heizkörper das Ganze integrieren. Machen wir die Lampen so. Und dann gucken wir mal, ob wir hier hinten nochmal so eine Lampe hinkriegen. Wir sind hier draußen auch ein bisschen vom Lärm verfolgt. Werden wir den hier noch anpassen. So, das passt. Und dann geht hier nämlich noch eine Tür durch und dann geht eine hier rüber. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine anständige Rezeption. So, dann geht's weiter im Chefbüro, würde ich mal sagen. Das nehmen wir dann als Chefbüro. Da kommt aber dann auch eine neue Tür rein. Schreiben wir gleich mal hin. Da sitzt der Chef. Da ist WC. Und Dusche. So, da ist Dusche. WC. Das ändern wir um. Sanitär. Oh. Gut, dann werden wir aber hier gleich noch schnell gucken. Wegen der Optik, ich sag mal, die Wand finde ich eigentlich sehr cool, aber den Boden finde ich da jetzt nicht so passend dafür.
Den jetzt auch nicht unbedingt. Sag mal, das ist eher so gemütlich, so ein Teppich. Wir übernehmen den jetzt einfach mal. Und ändern da noch die Farbe. Wenn, dann möchte ich da gerne in den Rotton gehen. Aber schon ein bisschen dunkler. Rezeption. Aber dann werden wir das hier ändern. Und mir ist gerade noch aufgefallen, wir brauchen definitiv noch einen Wasserspender. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Da haben wir einen Verkaufsautomaten. Den werden wir definitiv noch hier reinstellen, dass sich hier jeder was ziehen kann. Ah, und da ist mein Wasserspender. Den werden wir auch gleich noch anpassen. So, dann ist hier nämlich alles da, was man braucht. Klar, das Chefbüro ist ein bisschen, ich sag mal, überzogen, würde ich jetzt fast sagen. Und da wird definitiv ein Holzboden reinkommen. Und ich würde hier ein Doppelfenster reinmachen. Dass hier auch schön hell ist. Und ich glaube, man darf auch sehen, dass es das Büro vom Chef ist. Den Schreibtisch finde ich doch ein bisschen pompös, muss ich ehrlich sagen. Dann lieber hier so ein. So. So, Platz für den Drucker habe ich jetzt nicht mehr. Gut, dann kommt der woanders hin. Da kommt auf jeden Fall noch eine Uhr rein. Muss ich mal gucken, wo setzen wir den jetzt hin? Ich glaube, da kommt der PC hin. Komm, wir nehmen mal Eigenkreation. So, dann bekommt der nämlich noch einen Drucker. Der passt nämlich dann auch dazu. Ein Pflänzchen. Und kriegt ein Ablagefach. Des Weiteren
Hätte ich hier gerne auch so ein paar weiße Schränke drin. So, da ein paar Sachen rein. So, sieht das Ganze mal ein bisschen lebendiger aus. Gibt's hier auch ein paar Zettels. Dann hätte ich ganz gerne aus unseren Favoriten. Hier noch die Regale. Machen wir da hinten hin. Und wir werden hier noch einen Sprenkler mit reinbauen. Und hier drüber. Dann brauche ich noch eine Pflanze. Die würde ich dahin packen. Und was ich hier auch ganz gerne drin haben wollen würde. Okay, das lassen wir weg. Gehen wir da rein. Ist eine Couch, wenn mal Mitarbeiter hier drin sind. Und ich würde gerne noch einen Teppich hier reinmachen. Finde ich aber den hier eigentlich am schönsten. Was haben wir hier? Das ist gar kein Deko-Objekt. So. Wo ist denn das jetzt, dieses Pen and Paper? Weil das habe ich so noch nie gehabt. Das wollte ich jetzt eigentlich nur aus optischen Gründen da dran haben. Aber anscheinend kann das auch ein bisschen mehr. Okay. Dann kommt das erstmal wieder raus. Oder wir machen es anders. Wir stellen hier ein Bildchen rein. So, dann ist nämlich der Bereich auch schon mal durch. Dann werden wir hier hinten machen wir das auf 3. Oder auf 2. Wir machen den Zweiergang. Den wir auf beiden Seiten mit Licht ausstatten werden. Personal.
Und dann wird das hier. Warte mal. Da kann ich jetzt mal hin machen. F-Büro. So, und hier Komma Rezeption. Aber da werden wir, denke ich, auch einen anderen Boden nehmen. Ja, einfach so. Nehmen wir den ein bisschen heller. Obwohl, das wirkt eigentlich so wie so ein Schlauch. Oh, nee. Ich glaube, wir nehmen sowas hier. Genau, wir nehmen den hier. Machen wir da Treppenhaus raus. Weil wir werden nämlich hier unten uns einen Keller machen. 7x7. Und davon geht definitiv eine Treppe nach oben. Das werden wir hier machen. Und später haben wir hier dann noch Luft, um einen Fahrstuhl zu integrieren. Beziehungsweise könnten wir das eigentlich jetzt auch schon machen. Wird von außen schwarz. Ne, machen wir auf schwarz. So. Ne, dann nehmen wir diese Treppe. Wir werden aber das Geländer nehmen. Und dann werden wir hier auch mit einer normalen Tür. Jetzt einmal hier rein, einmal da rein. So. Wir werden dann auch gleich noch hier unten eine Heizung integrieren. Auch ein Feuermelder. Genauso wird es hier unten einen Sprenkler geben. Und eine Belüftung. Und wir stellen hier eine Heizung rein. So. Dann wird es aber in dem Heizraum gleich noch eine Lampe geben. Kommt aber hier so eine rein. Und wir werden das hier mit einem. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wir wollten den Boden und zwar nehmen wir den hier und wir nehmen hier im Heizraum auch diese Kunststoffpaneele. Wo werden wir den Boden etwas dunkler gestalten. Dann machen wir jetzt einen Heizraum draus. Hier raus machen wir definitiv gleich mal das Treppenhaus. Und das hier
Werden wir jetzt eh nochmal umgestalten. Denn da wird diese Wand, nee, halt dieses Panel reinkommen. Und auch ein glatter Boden. Übernehmen. Wir werden die Wand auf weiß machen. Und das ist dann unser Serverraum. Und in diesen Serverraum müssen dann natürlich auch zwei Belüftungen rein. Wir drehen die einfach. Dann werden wir hier auch einen Server reinstellen. Ich glaube, hier haben wir den Tisch drin gehabt. Dann haben wir nämlich nur den da. Und der bekommt nämlich jetzt hier die rote LED. Den werden wir auch gleich konfigurieren. Das ist nämlich dann unser SCM-Server, den wir hatten. Der kriegt auch gleich die rote Farbe verpasst. Und einen Backup-Server haben wir aktuell nicht. Was wir hier drin trotzdem brauchen, ist ein Sprenkler. Und ein Feuermelder. Weil sonst geht uns hier der Brandinspektor auf den Keks. Dann machen wir es halt so. Aber warte mal, ich bräuchte noch die da. So, dann ist das nämlich auch ein bisschen schicker hier. Und wir werden auch schauen, dass wir hier unten auch den Bonus haben. Ja gut, hier unten ist natürlich die Lautstärke auch etwas heftig. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir das so handhaben. Oh. Ja, okay, dann machen wir es halt so. Und werden dann noch mal einen weißen hinten und unten hinzufügen. Einfach so. Wie sieht es jetzt aus? Jo. Ist optimal. Ist schlicht, aber erfüllt seinen Zweck. Muss ich bloß mal blöd fragen, kriege ich die Lampe auch dahin? Dann mache ich die nämlich hier rein. Und setze dann einfach hier noch mal ein paar Bilder hin. Laden kann es nicht. Und werte das Ganze optisch auf. Hier drin ist mir das eigentlich vollkommen Wumpe. Genauso wie hier drin, das ist ein Serverraum.
Also die werden ihr Ding schon hinkriegen. So, dann sind wir wieder oben. Dass wir das dann auch gleich auf dem Schirm haben. Werden wir auch definitiv hier den Aufzug hinmachen. Da wird es gleich ein bisschen Deko geben. Und wir sehen schon, das Ganze kostet ganz schön viel Geld. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie richtig auflockernd hier, das Ganze. Und klar, wir könnten auch andere Bilder nehmen, aber irgendwie finde ich die Standardbilder vollkommen in Ordnung. Wir brauchen hier allerdings auch noch Lampen. Mal, da kann ich zwei hin. Genau. Machen wir es so. Dann sieht das auch schon mal gut aus. Dann haben wir da nämlich keine Probleme. Dann müssen wir aber leider hier so einen kleinen Raum. 3x3. Ich ziehe den jetzt. Der kostet halt wieder echt Schweinegeld. Machen den 3x3. Denn da muss unsere Dachklimaanlage rein. Weil sonst haben wir ein kleineres Problem. So, das da wird dann. Eingang, das ist dann die Technik. Dann haben wir nämlich schon mal die komplette Grundversorgung auf jeden Fall stehen. Dann brauchen wir noch die Mitarbeiterbüros. Beziehungsweise muss ich hier noch das Ganze in, ich mache das in Heizraumoptik. So, was haben wir jetzt hier noch frei? Den. Bin ich hier gerade überlegen, ob wir hier so 5x5 Büros machen. Ja, komm, wir machen das jetzt so. In welche Richtung könnten wir denn dann erweitern? Eigentlich in die Richtung. Trennen wir das so ab. Dann ist das hier. Ist Core programmieren. Das dann ist dann Core Design.
hauptsächlich. Nochmal Design und Kunst am Anfang. Okay, das passt einigermaßen auf der Tür. So, da ist jetzt die Frage, arbeiten wir mal mit länglichen Fenstern? Weil ich sag mal, hässlich finde ich sie eigentlich jetzt nicht. Das sieht sogar ganz gut aus. Ja, können wir so lassen. Und dann werde ich mal sagen, werden wir hier das vom Chefbüro übernehmen. Und dann werden wir das hier nehmen. Und ich glaube, wir werden wie so ein, nee, so ein gestreiften nämlich nicht. Eigentlich so ein Teppich. Und ich bin ja da so ein Freund von. Machen da jetzt eine weiße Wand. Und passen das hier an die Programmierer an. Machen das so. Entwickler. Büro. Packen wir auch hier gleich rein. Gut, hier haben wir jetzt natürlich das Problem, dass da die Künstler aktuell mit drin sitzen. Designer, Büro. Die Künstler kriegen ja dann auch noch ein eigenes Büro. So ist es ja nicht. Vor allem fällt mir gerade ein Fehler auf. Das da. Muss woanders hin. Dann machen wir es so. Müssen wir so umsetzen. Ich sage euch auch gleich warum. So, aber wir machen jetzt erstmal die Büros hier unten fertig. Mach, glaube ich, eine Seite und dann spiegeln wir das einfach. Ist eigentlich immer der schönere Part. So, die Jungs kriegen auf jeden Fall einen Schreibtisch. Einen anständigen, nicht mehr den kleinen zusammengepferchten. Wie viel Platz haben wir denn? So sitzen die Rücken an Rücken. Zwei. Wir machen mal drei. Fünf, sechs. Wobei ich mir jetzt gerade überlegen bin, wenn wir das so handhaben, ist es, glaube ich, ein bisschen schöner. Klar, wahrscheinlich könnten wir hier noch einen gegenstellen, aber das will ich gar nicht. Denn eigentlich möchte ich ganz gerne hier diese Trennwände haben.
kann ich doch farblich bestimmt anpassen, oder? Genau, schwarzer Rahmen. Das hätte ich gerne weiß. Und das eigentlich gerne in so einem Rotton. Finde ich eigentlich schick. So, dann kriegt ihr alle PCs. Hey. So, jetzt geht's. Die bekommen natürlich jetzt hier alle einen Taschenrechner. Dann kriegen die alle unten rein einen Drucker. Hey, ich hab gesagt unten rein, mein Freund. Dann werden wir hier auch noch mit ein paar Tischlampen arbeiten. So, dann haben wir ein bisschen Abwechslung hier mit drin. Die kriegen natürlich jetzt alle gute Stühle. So, das passt hier auch. So ist nämlich der Raum eigentlich schon mal ganz schön aufgebaut. Nur habe ich mir das jetzt hier gedacht, dass wir hier auch ein paar Regale noch mit reinkriegen. Ich würde mal sagen, eine Uhr kriegen sie auf jeden Fall. Genauso wie ich ganz gerne so einen Terminkalender hier drin hängen haben wollen würde. Eigentlich allein nur aus Optikgründen. Aber ich glaube, es gab auch so ein Whiteboard oder sowas. Na gut, das ist ja eigentlich für Künstler. Genau das da meinte ich. Dann können sie da nämlich mal ihr Zeug aufschreiben, was sie brauchen. Der Raum ist eigentlich fertig. Dann können wir den eigentlich hier rüber kopieren. Können den eigentlich auch gleich anpassen. In einen blauen. Und können hier diese Teile eigentlich gleich mal tauschen. Ja, das ist für die Künstler. Die Designer ist eigentlich eher das da gut. Designer kriegen Papierfächer. Aber was hier rauskommt, wird das hier sein. Und da möchte ich gerne so zwei Artist Boards haben. Ich weiß auch nicht, ob die da dran arbeiten oder ob das einfach nur das Ganze verbessert. Aber dann ist der Bereich nämlich auch schon mal durch. Dann kann unser bestehendes Team erstmal damit arbeiten. Aber wir haben noch ein paar Sachen, was wir definitiv mit unterbringen müssen.
Und ich sag mal, das wird uns hier wahrscheinlich im Bereich der Büros so bleiben wie unten. Genauso wird uns hier der Gang bleiben. Und hier vorne, den Bereich werden wir auch gleich mitnehmen. Nur wird sich das hier vorne ein bisschen anders aufteilen. Wir werden hier ein Vierer-Ding machen. Hier ein Vierer-Büro. Und das ist hier ein bisschen größeres Büro, wo dann vielleicht Supporter reinkommen. So. Und da werden wir das, denke ich, so handhaben, dass man hier auch hochlaufen kann. Wir werden das hier einfach mit nach oben nehmen. Oh, ich habe dafür schon kein Geld mehr. Gut, dann ist es jetzt soweit, dass wir uns ein Darlehen aufnehmen und dann nehmen wir definitiv das volle Geld auf. Dass wir hier natürlich auch fertig werden. Und dann auch ein bisschen in Ruhe arbeiten können. Ich sag mal, das da kommt noch mit, das kommt mit. So, die kann ich jetzt auch wieder nur einzeln mitnehmen. Okay, ist aber egal. Machen wir doch. So, das nehmen wir noch mit nach oben. Den haben wir auch gleich mit dabei. Und ich sehe gerade, wir haben was ganz Wichtiges hier sogar noch vergessen. Bevor wir den Rest machen, muss ich hier noch eine Tür setzen. Ich glaube, nee, wir haben die weiße Tür genommen. Das Problem wird hier werden. Nehmen wir mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann muss das hier hin. Und hier hin. Genauso wie das da und dahin kommt. Da kommt aber das Treppenhaus wieder rein. So, Klima mit rein. Da muss ein Sprenkler rein. Hier muss auch ein Sprenkler rein. Genauso wie in diese Büros. Und vor allem, was wir hier in den Büros noch vergessen haben, sind die Lampen. So, dann werden wir aber das hier nochmal kopieren. Und dann nehmen wir das so.
Das wird übernommen. Alt in Rot, bitte. Das wird gleich mal abgeändert auf Grafiktablets, weil dann kommt jetzt auch hier der richtige Text hin. Core Kunst. Die nehme ich nämlich hier unten jetzt gleich raus. So, dann ist das nämlich nur die Designabteilung. Da lassen wir diese Boards trotzdem drin. Genau, dann machen wir das so. Was wir mit dem Bereich machen, da gucken wir mal noch. Deswegen kriegen die jetzt erstmal die weißen Stühle. Genau, aber dann ist hier auch überall alles drin. Hier dann auch. Und dann brauchen wir noch eine ganz wichtige Abteilung, das ist die hier. Buchhaltung. Die brauchen wir definitiv für die Steuern. Hier drüben. Marketing. Und das hier wird der Support. Wir werden das hier auch gleich in der Optik des Chefbüros machen. Wir werden hier nur gucken. Ne, die Buchhaltung kann das gleiche haben. Nur die zwei hier. Die kriegen gleich mal eine andere Optik von ihrem Raum. Und da hätte ich gerne zur optischen Erkennung. Nehmen wir, glaube ich, das hier. Aber warte mal, dann nehmen wir den Bereich. Dann ist das nämlich mein Support. Supportbüro. Und das Ding gehen wir natürlich nicht so, sondern bei Einrichtung auf Übernehmen und das Marketing. Büro. Genau. Dann gibt es auch hier wieder die Fenster für den Bereich. Ich würde auch gerne hier vorne das so durchziehen. Das machen wir auch so. Und hier hinten hätte ich ganz gerne weiterhin diese Fenster. Haben wir da auch ein bisschen Abwechslung drin. So, wenn wir gerade hier im Außenbereich sind, das habe ich hier. Werden wir hier auch noch ein Logo setzen. Und zwar das hier. Da
Kann ich da auch ein großes setzen? So, dann steht nämlich da auch unser Name an der Tür. Und hier unten kommt dann einfach unser Logo hin. So, aber dass wir hier auch ein bisschen vorwärts kommen, werden wir jetzt auch noch die Buchhaltung hier fertig machen. Die kriegen hier auch ein paar Büros. Eins. Ich glaube, wir machen das so rum. Obwohl, das funktioniert gar nicht ganz so, wie ich mir das dachte. Du gehst dahin, du kommst hier rüber. So, ihr Buchhalter sitzt dann so hier dran, bitte. Das machen wir so. Zwei von den Pflanzen hier rein. Definitiv kommt der hier rein. Ich denke mir gerade, ich glaube, ein Regal reicht erstmal hier. Das meiste läuft bei uns digital. Der Kalender kommt hier auch rein. Und sie kriegen noch Mülleimer. So, dass hier auch ein bisschen ordentlich ist. Weil ich sag mal so, die Firma soll ja auch so realistisch wie möglich sein, dass es unseren Leuten auch an nichts fehlt. Gehen wir bitte nochmal auf Büro, weil dann kriegen die jetzt alle nochmal einen Rechner. Buchhaltung ist eine Dienstleistung, deswegen kriegen die auch Telefone. Die bekommen die Rechner so hin. Kriegen hier auch nochmal Licht dazu. Zusätzlich zu der Lampe. Und dann dürften die eigentlich auch erstmal alles haben. Wollte ich gerade sagen, wir können eigentlich alles rüber kopieren. Können wir aber ja gar nicht. Nur ein Teil. Genau, wir können es eigentlich nur so machen. So, weil das hier ist auf der anderen Seite. Dann brauchen wir die Uhr. Den Mülleimer. Und den Bereich. Und wir brauchen noch ganz wichtig
die Sprengler. Und ich glaube, die Halt lassen wir auch in weiß gehalten. Wir werden das Ganze nur an der Farbe des Raums erkennen, was es sind. Und dann werden wir jetzt mal gucken. Auch mit den Supportern. Aber da werde ich mal schauen. Wir nehmen hier einfach mal den Schreibtisch raus. Wie ist denn das? Wir könnten so. So und so arbeiten. Das sollten wir hinkriegen. So, dann werden wir rausnehmen den hier, den hier, den hier. Ja doch, die Pflanze lassen wir da drin. Die kommt dahin. Dann werden die auch eine Uhr kriegen. Die kriegen natürlich auch das hier. Die Frage ist, kriegen sie einen Schrank? Ja, kriegen sie. Dann haben die nämlich auch alles. Und dann haben wir eigentlich jetzt alle Abteilungen erstmal fertig, so dass wir auch erweitern können. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist hier unser Weg hier draußen. So, und dann nehmen wir den hier. Nee, gefällt mir der am besten. Und den werden wir auch ein bisschen dunkler gestalten. Ewig. So, die haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, was zu essen. Die können sich was zu trinken organisieren. Die haben ihre Bereiche. Was sie allerdings noch nicht haben, was ich denen aber auch nicht vorenthalten wollen würde, ist eigentlich eine Kaffeemaschine, weil das hatten sie ja schließlich bis jetzt auch. Und ich würde fast sagen, das sollten sie auch auf beiden Ebenen kriegen. Beziehungsweise hatten wir ja eine Espresso-Maschine. Oder Espresso, je nachdem. Und was ich hier oben auch gerne haben wollen würde, ist hier oben auch ein Wasserspender. Dass die nicht die ganze Zeit runterrennen müssen. Klar, sie haben jetzt noch keine Kantine. Sie haben keinen Pausenraum, sowas. Sie haben auch keinen Meetingraum, wenn man es genau nimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten. Theoretisch könnten wir jetzt, obwohl die haben ziemlich viele Meetings gehalten, gell? Muss man jetzt ja auch ehrlicherweise sagen. Wenn, dann sollte man es eigentlich schon richtig machen. Okay, aber dann machen wir halten was einfach. Dann machen wir diesen Bereich hier oben.
Ja, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Du bitte nicht. Der Rest bitte schon. So, die Treppe nehmen wir jetzt mal einzeln mit. Und setzen sie so rein. Dann haben wir, glaube ich, da auch schon mal alles so weit drin, wie wir es brauchen. Ne, wieso eigentlich eine Treppe? Ich wollte eine Tür. Ne, Tür. So, dann kommt hier eine Tür rein. Und hier hinten eine Tür rein. Dann machen wir das hier als Meeting. Meetingraum. Die Konsole braucht kein Mensch. So, Meetingraum. Das da wird dann der Pausenraum. Ich muss das echt mal umlegen. Und später wird es mal eine Kantine geben, aber das dauert noch ein bisschen. So, hier ist jetzt gleich mal das Treppenhaus. Das hier werden wir dann als Chefbüro nehmen. Das wird der Pausenraum. Und ich glaube, auch im gleichen Stil werden wir auch den Meetingraum haben. Anfangen tun wir mal mit dem Pausenraum. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen länger. Aber ich denke, dann haben wir wenigstens in einer Folge das komplette Bauthema durch. Glaube ich auch nicht ganz verkehrt. Haben wir da ein eigenes Ding für Pause? Nee, ich habe hier nur Bedürfnisse. Okay, dann gehen wir aber doch nach Raum. Da Pausenrunden. Ja, das ist halt nicht so optimal sortiert, wie ich mir das jetzt gerne gedacht hätte. Ich brauche noch einen Tisch. Ne, dann nehmen wir mal weiße Tische. Und dann wird hier auch mal so ein Fernseher draufgesetzt. Was hier definitiv nicht fehlen darf, ist das Teil. Und der da. So, den Bereich haben wir. Dann wird auch das hier umgesetzt noch. Das kommt hier hin, der kommt auch hier an die Tür. Und es gab so einen Spieleautomaten. Wo ist der? Beziehungsweise gib mir mal noch mal so einen Tisch.
Ich sag mal, hier oben gibt es auch nochmal eine Expressmaschine. Dann kommt die da aber weg. Dann gibt es hier noch einen Kühlschrank für mitgebrachte Speisen. Das ist alles Meeting, da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Warte mal, ist es dann unter Büro drin? Oder wo ist dieser Automat? Ist halt eine gute Frage, wo das Zeug jetzt wieder drin ist. Weil dann können die nämlich ihre Bedürfnisse hier auch stillen. Und sind eventuell auch etwas effektiver. Da ist das Teil. So. Wie sieht es hier sonst aus? Lautstärke eigentlich soweit alles gut. Machen wir so rein mit dem Licht. Und dann kriegen sie noch einen Teppich. So, dann ist das erstmal gut. Diesen Raum werden wir jetzt gleich mal als Pausenraum deklarieren. Das hier ist ein Meetingraum. Dann werden wir das hier gleich mal deklarieren. Das sind die Künstler. Was haben wir hier? Gut, das ist hier alles eigentlich Dienstleistung, Dienstleistung, Dienstleistung. Dienstleistung. Das hier sind Designer. Und das hier sind Programmierer. Das hier ist die Teamleitung. Genau. Und was wir hier ja auch machen können, ist zack, zack. Das hier ist Team Core natürlich. Wir können uns ja auch die Raumbeschriftung mal einzeigen. Dann sehen wir, was wir hier einstellen. Genau das da. Warte mal, das hier raus. Das gehört auch noch zum Core-Team. Und das werden eigene Bereiche. So, dann gehen wir jetzt nur noch auf den Meetingraum ein. Und dann ist erstmal die Bauphase abgeschlossen, würde ich sagen. Haben wir auch dann lange, lange genug dafür gebraucht, aber ich glaube, es kennt jeder. Wenn man sowas macht, dann möchte man das auch richtig machen. Wir nehmen einen schwarzen Tisch. Warte mal, da vorne ist die Ding. Ich würde mal sagen, wir machen das so. Dann werden wir das unten. Wir könnten sie eigentlich auch alle auf so einen Yoga-Ball setzen. Ergonomie gut. Komm, wir sind ein Gaming-Unternehmen. Halt, hier vorne müssen wir ein bisschen Platz lassen. Würde ich mal sagen, so.
So, dann haben wir den Bereich. Hey, das ist ein ganz anderer Ding. Da ist er. Das finde ich auch gut hier. Da werden wir hier definitiv auch Regale machen. Kommt es weg? Kriege ich das jetzt nicht dahin oder was? Dann machen wir da noch eine Pflanze hin. Und ich glaube, ich hätte die ganz gerne in Schwarz oder so. So, aber wichtig wäre mir jetzt noch da das Whiteboard. Okay, das kommt erst noch. Ich sag, wir machen die zwei dahin. Aber ich glaube, das Whiteboard war hier beim Büro. Da ist es. Perfekt. So, dann gibt es noch die Klima. Habe ich jetzt da eigentlich einen... Ja, da hatte ich hier eine an der Tür, okay. Gut. Aber wenn die Raumbewertung jetzt auch passt, jawohl. Hier auch. Dann ist das eigentlich schon mal der finale Stand von unserem Büro. Ich denke, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wir sehen schon, was eigentlich dieses kleine Gebäude uns gekostet hat. Nur, dass wir eigentlich unser aktuelles Team unterbringen und die notwendigen Sachen wie Buchhaltung, Support und Marketing mit einführen können. Heftig. Ich sag mal, wir hatten knapp 400.000 auf dem Konto. Wir haben 900.000 aufgenommen. Ich sag mal, das Gebäude kostet so rund um 700.000. Also das ist schon nicht ganz ohne. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Wir werden in der nächsten Folge die restlichen oder die neuen Teams aufbauen und die Leute auch noch ein bisschen zuweisen. Und dann gehen wir weiter voll auf unsere zweite Entwicklung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, gerne einen Kommentar. Auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.